Ja, guten Tag, da sind wir wieder. Nicht wegzudenken. Nein. Ja, wir haben ja gesagt, wir wollten noch ein bisschen zurückhören und das haben wir jetzt mittlerweile gemacht und würden jetzt gerne darüber berichten. Wir haben ein paar Hörspiele hauptsächlich aus dem Dezember, aber auch schon so ein paar Reste aus dem November noch untergegraben. Das machen wir jetzt alles hintereinander weg. Jawohl. Genau. Du darfst gleich loslegen. Achso, man könnte direkt loslegen. Stimmt, wir brauchen ja gar nicht mehr groß was anzukündigen. Nee. Nee. Also wir könnten jetzt direkt in Medias Res gehen, sozusagen, wenn wir wollten. Also meinst du, die Leute verstehen das, wenn wir am Anfang mit 2 Minuten labern und alle entnervt mit den Augen rollen, bis es losgeht? Sie sind bestimmt irritiert. Ja, die wahrscheinlich. Die ist immer gut. Ja, okay. Weil verschiedene werden wahrscheinlich einfach 2 Minuten vorskippen. So. Und dann mitten drin. Und dann sind sie, ey, scheiße, wir haben ja schon angefangen. Ja, das geht ja auch nicht. Naja, gut, mehr probieren wir öfter mal was Neues. Ja, es gab was zu hören, unter anderem im WDR Hörspielspeicher. Da haben nämlich Edgar Lindscheid und Stuart Kummer was Neues eingestellt, und zwar die 3. Staffel von Cayman Club. Die erschien im November, lief dann an 4 Donnerstagen im November eben, und auch gleich ab 4. November gab es das Ganze auch komplett zum Download, alle 4 Folgen. Ja, wir begleiten wieder unsere Lieblingsfiesling Hagen von Grau, der in diesem Stück eine ja merkwürdige Verwandlung vornimmt, weil der Mann wird einem plötzlich sympathisch. Was? Jein. Also nicht so wirklich sympathisch, aber es hat Anflüge von Sympathie. Das liegt unter anderem zum Beispiel daran, dass wir nochmal einen Ausflug zum Beispiel zu seinen Eltern machen und feststellen, oh, die sind ja noch viel zu unsympathischer. Und das wirft dann ein ganz neues Licht. Hagen von Grau soll einen bayerischen Spitzenpolitiker der konservativen Partei managen, der ein Riesenproblem hat, denn er ist nämlich lebensbedrohlich erkrankt, was aber jetzt in der heißen Phase des Wahlkampfs keiner merken darf. Das heißt, Hagen von Grau muss den Kandidaten da irgendwie zum Wahlsieg führen, ohne dass dieses Manko auffällt. Und das ist natürlich ein prädestinierter Job. Dann kommt das Problem mit seinen Eltern. Er fährt mit seiner Freundin, die schwanger ist, zu seinen Eltern, weil er dorthin gerufen wird. Und er soll für seinen Vater, mit dem er im Familienzwist eigentlich liegt, eine Umgehungsstraße verhindern, die durch dessen Jagdrevier führt. Das ist also ein weiterer Auftrag, den Hagen von Grau hier wahrnehmen muss. Und da ist das Schöne, den tritt er nämlich ab, und beziehungsweise er sorgt dafür, dass ein Großteil dieser Aufgabe von unseren Freunden Norbert und Dennis getroffen wird, gemacht wird. Das ist auch wieder ein wunderschönes Kapitel, was also so in diese Szenerie reingeflanscht wird und da ein wunderbarer bunter Fleck drin ist, denn es geht um einen Käfer. Also, das müsst ihr selber hören. Das ist wirklich grandios. Ja, und die Terrororganisation Justice spielt auch eine Rolle, denn die hat es auf einige Politiker und einflussreiche Menschen aus dem Politbetrieb abgesehen und verübt oder versucht zumindest einige Verbrechen zu verüben. Und das ist ja auch noch so ein Aspekt, der hier reinspielt. Also es ist wirklich mal wieder ein richtig dickes Brett, was hier gebohrt wird über diese 4 Folgen. Ich hatte erst ein bisschen Bedenken, weil es war ja eine relativ lange Pause seit Folge 2. Cayman Crab muss man ja so ein bisschen ausklammern. Das hat ja mit der Handlung an sich überhaupt nichts zu tun. Und auch die Folge, die wir mal zwischendurch mit unseren zwei Lieblingsermittlern da hatten, das war ja auch eher was ganz Eigenständiges. Insofern hatte ich so ein bisschen Angst, kommt man da wieder rein, und tatsächlich überhaupt kein Problem. Man ist direkt wieder da. Man muss auch nicht unbedingt alle Vorkenntnisse haben. Also ich glaube, man könnte diese Staffel auch, glaube ich, ganz gut eigenständig hören und käme dann trotzdem mit zurecht. Ist natürlich mehr so bei den, so der Hintergrund der Figuren fehlt einem zwar ein bisschen, aber so vom Plot her macht das Ganze keine Schwierigkeiten. Und das ist wirklich so genial gelöst und so toll erzählt. Und diese 4 Radiostunden vergehen wirklich wie im Flug. Das ist ein ganz, ganz großartiger Thriller geworden, der alles hat, der Humor hat, der Spannung hat, der
ein Finale hat, was sich wirklich gewaschen hat und wo Hagen von Grau auch nochmal richtig, richtig alle Register zieht, was auch schon so ein bisschen, wo man so ein bisschen ungläubig davor sitzt und denkt, das hat er jetzt nicht wirklich gemacht. Aber naja, lasst euch mal selbst überraschen und ich würde euch das dringend, dringend, dringend ans Herz legen, das zu hören. Es ist wirklich ganz, ganz großes Hörspielkino und ja, gönnt euch. Das Ganze ist noch im WDR-Hörspielspeicher verfügbar und dort könnt ihr es downloaden und ich würde dringend empfehlen, dies auch zu tun. Ja, das werde ich noch machen, auch im Zuge des Hörspiels des Jahres. Ja. Das ist ja vielleicht auch ein Kandidat. Da würde ich doch mal sagen, ja. Ja, was wahrscheinlich eher weniger unter die Kategorie fällt, aber doch immer wieder ganz nett ist, ist die Fuchsbande. Folge 24 gab's, wie immer, ist das ja eine Doppelfolge, also Fall 47, das gekaufte Geld, und Fall 48, die kaputte Kamera. Ja, eins habe ich erstmal zu bemängeln. Die Kiddies, die werden ja jetzt älter. Also einer ist ja ausgetauscht worden schon mittlerweile. Und man merkt so ein bisschen an, dass so ein bisschen die Euphorie so ein bisschen flöten gegangen ist. Also beim Titellied. Okay. Wenn man sich die Titellieder von früher anhört, dann, wir sind die Fuchsbande und das ist unser Sohn, so viel der Fall. Yeah! Jetzt sind wir voll abgegangen. Jetzt, wir sind die Fuchsbande und das ist unser 47. Fall. Okay. Also so ein bisschen, als ob man das immer wieder neu eingesungen. Ja. Ah, okay. Also zumindest der Schlusspart. Also ja. Da, wir sind die Fuchsbande und das ist so unser Sohn, so viel der Fall. Yeah. Ja. Ist ja eigentlich schön, ne? Aber man merkt tatsächlich so ein bisschen, dass so, als ob das schon so ein bisschen so ins Teenager-Alter reinrutscht. Da muss ich doch ein bisschen grinsen beim Zuhören. Ist natürlich nicht so um Himmels Willen, ja, noch weit von entfernt. Ja, bei das gekaufte Geld gehen wir wieder in den Kindergarten. Dort soll nämlich ein Flohmarkt vonstatten gehen. Und ja, alle haben so ein bisschen was mitgebracht. Unter anderem steht da so eine Spielzeugkasse. Und während die Erzieherin einmal nach drinnen geht und der gute Martin, der Koch, ist, glaube ich, drauf aufpasst so ein bisschen und das Geld quasi verstaut, ist auf einmal das Geld weg. Und dann denke ich, wo ist denn das Geld hin? Das gesamte Geld, was sie eingenommen haben, also ein dicker Fall für Fuchsbandenverhältnisse. Ja, und man kommt halt relativ früh auf den Tricht. Das ist jetzt wie immer bei der Fuchsbande, das ist jetzt das Rätsel jetzt selber. Nicht so groß, es ist eher der Weg, den Kindern quasi zu folgen bei ihren Ermittlungen, was das Spannende ist. Auch hier wieder ist es tatsächlich eine Freude, dem zuzuhören. Ja, weil es halt höchstwahrscheinlich mit der Spielzeugkasse zu tun hat und wer die, warum, an wen verkauft hat. Genau, das ist das gekaufte Geld. Und bei der kaputten Kamera, ja, da finden sie halt auf dem Marktplatz ein komisches Ding, was sie erst nicht so richtig zuordnen können. Dann kommen sie drauf, das könnte ein Fotoapparat sein, so ein bisschen so ein älterer, der da so ein bisschen aufwendiger ist. Und dann gehen sie zu Opa Rudi mit dem Ding. Und Opa Rudi findet dann heraus, was denn die letzten Fotos waren. Und das ist ganz merkwürdig, denn da hat jemand Türklinken fotografiert. Komisches Hobby, aber die Leute haben ja die komischen Hobbys. Deswegen, da kommt der Kommissar Zufall ein bisschen zu Hilfe, denn die Fuchsbande, ja, kommt dann per Zufall drauf, dass das ja vielleicht nicht nur Türklinken sein könnten, sondern da, wo man Türklinken kriegt vielleicht. Und über das kommen sie dann tatsächlich auch dem Ganzen auf die Schliche. Ja, wie gesagt, macht immer wieder Spaß, den Kindern quasi bei der Ermittlungsarbeit zuzuhören, weil das halt sehr kindgerecht gemacht ist. Also auch wirklich, man versetzt sich in die Spielwelt hinein. Wie würden die Kinder denn vorgehen? Würden die so einen Fall vor der Nase haben? Und das ist tatsächlich immer wieder sehr schön, dem Ganzen zuzuhören. Von Johanna Steiner, sehr routiniert, regidisiert, wie immer. Das ist wirklich sehr schön. Ja, gut. Wie immer eigentlich. Klingt gut. Ja, und das Kind hatte auch Spaß. Muss ja immer die Zielgruppe im Auge behalten, ja. Genau. Er wächst jetzt langsam, das ist lustig, er wächst ja langsam aus dem Alter jetzt fast schon raus, so langsam. Dieses Jahr geht's in die Schule und dann war es das ja quasi auch mit der Fuchsbande. Ja, die wächst das, aber nicht mit. Die wächst nicht mit, nee, die bleibt im Kindergarten, ja. Finde ich auch gut so. Ja. Ja, dann wäre es ja irgendwie noch eine Jugendserie. Es muss ja nicht sein. Das ist ja das Spezifikum da, dass sie im Kindergarten ermitteln. Deswegen, die soll mal ruhig da bleiben. Ja. Dann zu den Punkies. Folge 30, Camp Harmony. Schlichte 88 Minuten. Ja, wie immer. Ja, das Thema hatten wir ja schon. Ja, der Grund des Ganzen ist folgender. Die Punkies werden 5. Ich tippe mal, dass die Serie auch 5 wird. Wahrscheinlich, ne? Ja. Gehe ich mal von aus, ja. Und 30. Und Folge 30, genau. Das heißt, man hat so und so viele Folgen.
Ja, pro Jahr rausgebracht. Rechnet selber nach. So, knapp sieben. Knappe sieben. Mhm. Bisschen drunter irgendwo. Ja, und was macht man zur Feier des Tages? Man wird fünf. Was macht man mit 5 Jahren? Man überlegt sich, wo ist der Sinn des Lebens? Und was tun wir hier? Und was soll die Zukunft bringen? Ja. Das tun die Punkies tatsächlich auch, was man so macht mit 5. Und kommen dann auf die Idee, weißt du was, Stecker ziehen, raus mit uns, ab aufs Fahrrad und wir machen eine Fahrradtour. Alle sind völlig begeistert, aber für diese Fahrradtour damit nicht genug. Das ist erstmal alles ein bisschen anstrengend. Ne, Fahrradfahren ist jetzt, die fahren ja normalerweise mit dem Bulli da immer in der Gegend rum, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und so die letzte Fahrradtour ist wahrscheinlich auch eher so im Teenageralter passiert, wo ich bis heute nicht weiß, wie alt die Punkies wirklich sind. Naja, auf jeden Fall fahren sie dann so durch die Gegend, kommen dann an so einem Gasthof vorbei und treffen da auf einen Jugendlichen, der da in der Ecke sitzt. Und mit dem unterhalten sie sich und das ist alles ganz interessant, denn der erzählt da, dass er in der Nähe, so im Wald, in einem Jugendcamp mit dabei ist. Und dieses Jugendcamp hat quasi Sinn und Zweck, dass die Jugendlichen aus dem Alltagsstress, also Schule, Familie, alles Mögliche, was halt so auf einen Jugendlichen einprasselt, dass da auch der Stecker gezogen wird und raus in die Natur, ab zum Zelten, ab in so ein Camp, wo Kind sein kann quasi. Na, das klingt schon so ein bisschen so, wer mal so 1-2 Filme gesehen hat, so zum Thema Sekten und so. Ja, gut. Die Punkies denken sich erstmal nichts. Denken sie, ja, cool, können wir da vielleicht Musik machen? Wir sind, wie nennen wir uns jetzt, die Donkeys. Genau, also geben sie auch einen neuen Namen, das, ne? Weil wegen Starrummel und so, wenn die dann Punkies so sind, oh nein, ihr seid die Punkies, die berühmten Punkies. Deswegen nennen sie sich quasi um und gehen da in dieses Camp. Und in diesem Camp ist das schon alles komisch. Das Camp Harmony, ja. Da sind dann alle auch so fürchterlich glücklich und darauf bedacht, irgendwelche Punkte zu erheischen. Ja, und was es mit diesen Punkten auf sich hat, ist erstmal komisch. Dann die Leitung des Camps, also vor allem die zwei Frauen, die da an der Spitze stehen, die sind auch ein bisschen komisch und das ist schon sehr mit, wie heißt das, Oktrination, einoktrinieren, indoktrinieren, genau. Also da wird so eine Philosophie quasi mit dem Prügel eingeprügelt und wer sich nicht dran hält, ja, der kriegt halt dann Punkte abgezogen und das wird schon alles ein bisschen spooky. Es gleitet dann tatsächlich auch so ein bisschen so, jetzt nicht horrorfilmmäßig ab, aber es kriegt dann so thrillerige Züge so ein bisschen so unterschwellig, aber alles noch im Rahmen. Ja, und dann ja, kann man sich ja denken, was die Punkies, die alten Punkrocker dann mit diesem Camp machen. Die krempeln das einfach um, ne? Ja. Und so geht dann dieses Abenteuer nach satten 88 Minuten zu Ende. Ob man denn 88 Minuten wirklich hätte gebraucht für dieses Ding, das sei dahingestellt, es sei ihnen gegönnt zum 5-Jährigen. Die Geschichte ist auch tatsächlich ganz nett insgesamt. Ja, aber ein bisschen kürzen hätte man schon können. Bei den Punkies ist ja so eine Reihe, die nur im Stream erscheint und oder beziehungsweise nur digital erscheint. Ist ja auch als Download. Ja, ich fürchte und halt auch, da dass ist halt nach hinten Tür und Tor offen und ja, je länger, je mehr verdient man dran. Gut, je mehr kostet es auch, aber ich denke mal, das wird wohl der Grund sein. Hm, ich fürchte auch. Dass man sich da nicht bremsen muss. Dann lieber noch eine Schneife mehr dreht. Hm, muss nicht sein. Ah, finde ich interessant. Also ich habe mir das auch, man kennt das ja von anderen Bands auch. Ich glaube damals Motorhead, die haben ja auch nach 5 Jahren sich aufs Fahrrad gesetzt. Ja, ja, genau. Ja, das kennt man. Mhm. Haben ja viele, David Bowie damals. Ja, ist im Wald ja, gefahren. Genau. Kennen Sie nicht die legendäre David Bowie Fahrradtour? Ah, schön, ja. Rund um Wannsee damals. Ja. Ja, man lacht drüber, aber ja. Ja, kommen wir zu PDAX. Da hätten wir auch noch was. Und das ist ein Hörspiel, das mich vor ein Rätsel gestellt hat. Die Whisky-Killer. Und zwar ein Killer. Ein Rätsel, weil irgendwie kannte ich das Hörspiel. Ich weiß auch nicht, warum. Ach, du kanntest das? Okay. Ja, ich weiß nicht, warum ich das schon mal gehört. Also, ja, ja, aber also ich habe ja so bewusst die letzten 10 Jahre nichts freiwillig gehört. Also das war mir irgendwie so ein, das vielleicht irgendwann mal lief. Wir haben es aber auch nie vorgestellt. Also das war mir auch so ein Rätsel, war normal. Also mir war es auch unbekannt tatsächlich. Ja. Aber ich muss sagen, ich bin mit dem Ding nicht klargekommen. Ich weiß nicht warum. Ich bin über die ersten 40 Minuten oder so, ich habe es glaube ich 3-4 Mal angefangen. Es ist auch sehr merkwürdig. Es ist sehr merkwürdig, weil so, es hat so keinen richtigen Anfang, kein richtiges Ende und dieser Detektiv, der da, also man kann das gar nicht greifen. Also es geht im Grunde darum, dass Whisky-Transporte in Schottland überfallen werden und da wird ein Detektiv engagiert,
der in diesem Fall ermitteln soll, weil die Polizei da wohl nicht mit klarkommt. Und die Whisky-Hersteller ja versuchen jetzt da eben auf diese Art, beziehungsweise ein Whisky-Hersteller versucht eben diesen kanadischen Privatdetektiv da zu kriegen, der dann da hinkommt. Dann ist aber im ersten Teil geht's da eigentlich gar nicht drum, weil da passiert ein Mord in einer Hotelanlage oder beziehungsweise im Rahmen eines Hotels. Dieser Mord trägt eigentlich so das ganze erste Stück und man kriegt, es dauert relativ lange, also man muss quasi so in den zweiten Teil des Hörspiels hören, bis überhaupt mal man so eine Verbindung kriegt, wo diese Fälle sich überhaupt berühren, was da überhaupt miteinander zu tun hat. Man ahnt zwar als Hörer, naja, das wird schon irgendwie mit diesem ganzen Geschichte, wird das ja irgendeine Bewandtnis haben, aber es dauert halt wirklich lange, bis da tatsächlich mal Klarheit reinkommt und man sieht, ob und wie diese Fälle verknüpft sind. Ich fand das tatsächlich auch am Anfang ein bisschen merkwürdig, weil man wird da so reingeschmissen, dieser Detektiv ist dann da und das wird dann erst später so erklärt, warum. Und also es ist tatsächlich am Anfang sehr verwirrend, fand ich. Also es ist so, wie man das von Wilkinson eigentlich erwartet, ist ja eigentlich eher so der, ja, so gutes altes Kriminalhörspielradio-Erzähler, sehr geradlinig eigentlich, sehr interessante Plots. Und hier ist es dann doch ein bisschen verschwurbelt am Anfang, dass es mir auch tatsächlich schwierig geworden ist, das reinzuführen. Insgesamt, wenn man es mal dann durch hat, war es dann ganz okay. Dann ergeben sich ja alle Verbindungen und dann steigt man auch da überall durch. Aber es ist am Anfang tatsächlich, hält es einen dann doch ein bisschen schwer und ich habe auch, glaube ich, zwei oder dreimal angesetzt, bis es tatsächlich dann mal durchgelaufen ist. Was toll ist, ist die Sprecherriege. Da sind also wirklich ganz, ganz, ganz tolle Sprecher bei. Von Hans-Helmut Diekbo angefangen. Ja. Ich habe die ganze Zeit überlegt, woher kenne ich denn Ute Mora? Es ist Lindenstraße, die Bertha Krise. Die habe ich im Hörspiel bewusst noch gar nicht irgendwie wahrgenommen. Harald Dietl ist dabei. Ja, also ist wirklich schön besetzt. Eine schöne Produktion. Für ein Wilkinson-Hörspiel relativ spät, 1985, also die meisten Wilkinson-Hörspiele sind ja eher so 60er, 70er Jahre und das ist nochmal so ein Nachklapp, der aber wirklich sehr hörenswert ist, fand ich schon, also als Krimi, wie gesagt, man muss sich ein bisschen reinlegen. Was ich nicht so ganz verstanden habe, warum auf dem Cover der Whisky Killer steht, wo das Hörspiel die Whisky Killer heißt, aber ja, das gut. Ist interessant. Ja, naja. Aber schadet ja beim Hören nicht. Ja, also sind es denn mehrere oder ist es einer? Ja, das möchte ich nicht verraten. Okay, vielleicht soll das ja zur Verwirrung beitragen. Ja, genau. Das ist gewollt. Vielleicht. So. Ja, vielleicht komm, dann probiere ich es vielleicht doch nochmal. Ja, was ich durchgehört habe, was ich auch immer gerne höre tatsächlich, weil die Serie so ein bisschen, was den Rahmen anbelangt, so ein bisschen, so komisch das klingt, raussticht, obwohl es ja ein Sherlock-Holmes-Ableger ist, ist Inspektor Lestrade, ein Fall für Scotland Yard. Folge 13 ist Faksimile der Angst von Andreas Masut bei Fritzi Records rausgekommen, in denen es magisch zugeht. Im Zentrum steht nämlich ein Magier, der große Veneficus, ist in London unterwegs und zeigt auf der Bühne vor allem ein ganz großes Kunststück, das man eben fast nicht glauben kann. Denn, ja, letztlich, blank gesagt, er weckt Tote zum Leben und kann man ja eigentlich nicht so wirklich glauben. Also muss ja irgendwie ein Trick dabei sein. Nur welcher ist die Frage? Und am Ende einer Vorstellung meldet sich ein Priester aus dem Publikum und nennt diesen Magier, ja, ein Schwindler, ja, stellt ihn als Lügner dar vor versammeltem Publikum. Ja, und das will der Magier scheinbar nicht so ganz auf sich sitzen lassen und am nächsten Tag ist der Pfarrer tot. Ja, komisch, ne? Und nicht nur das, sondern er soll auch noch von einem dieser Wiedererweckten getötet worden sein. Also zeigt das ja schon eindeutig auf den großen Veneficus, der dann befragt von Lestrade das auch sofort zugibt. Dass er einen Leichnam eben auf dem Friedhof, also bei dem Priester halt, ne, Kirche, gibt es einen Friedhof. Ja, anscheinend war er das, dass er diesen Leichnam zum Leben wieder erweckt hat und da ist halt blöd gelaufen, dass der den umgebracht hat. Tja, komisch, ne? Doch, das. Merkwürdige Geschichte. Und es ist halt so, wie man es vielleicht schon vermutet. Bei Inspektor Lestrade ist ja bislang jetzt noch nichts vorgekommen, was, also wie bei Holmes Mysteries, was so außerhalb des Greifbaren passiert. Ja, auch hier, es ist, glaube ich, jetzt kein zu großer Spoiler, steckt was Handfesteres dahinter, was ein bisschen verschwurbelt ist tatsächlich. Und das herauszufinden, das ist Aufgabe von Inspektor Lestrade.
der das wieder in seiner gewohnten Art vornimmt. Und das, diese Art gefällt mir halt tatsächlich sehr gut. Dieses sehr bestimmte und doch ziemlich clevere, was ihn halt so ein bisschen von diesem Holmes-Inspektor Lestrade so ein bisschen quasi abkapselt, weil er selber das halt auch ganz gut alleine kann. Und eben alles auch, das ist auch immer sehr sympathisch zusammen mit seinem Team, vor allem mit Dash, McKinstry. Und gerade diese Arbeit in diesem Team ist halt spannend. Und dann natürlich der Fall selber ist natürlich schon außergewöhnlich. Ganz schön tatsächlich am Anfang, wie diese magische Show da dargestellt wird und so weiter. Das ist schon spannend und man fiebert tatsächlich mit und grübelt auch mit, was jetzt wirklich, weil man hat ja immer die Vermutung, dass etwas anderes dahinter steckt und was dann dahinter steckt, da rätselt man tatsächlich immer mit. Ist ein schöner Fall wieder, vielleicht nicht der beste, aber trotzdem sehr hörenswert, fand ich. Und die 66 Minuten vergehen wie in einem Flug. Und an dieser Stelle mal, weil ich das zu wenig sage, finde ich, Kompliment an Christian Bluthart für die Musik, die auch dazu beiträgt, dass diese Serie nicht so klingt wie alle anderen Ermittlerserien im Sherlock Holmes Kosmos, sondern das ist einfach anders. Das ist einfach komisch ein bisschen, also ein bisschen merkwürdig und auf Perkussion aus und also so ganz andere Akzente gesetzt. Und ja, sowas macht mir Spaß. Cool. Ja, das gleich weitermachen. Tja, zu John Sinclair. Die Sonderedition 15. Tödliche Märchen bei Lübbe natürlich. Ja. Das klingt schon nicht gut. Ja, das ist ein merkwürdiger Fall. Ist ja auch eine Sonderedition, deswegen ist das, glaube ich, auch in Ordnung. Die hat ihre Höhen und Tiefen. Also ganz interessant ist, dass man sich eben dieses Prinzip zu Nutzen macht, dass ja Märchen immer auch blutrünstig sein können. Ne? Mhm. Man denke an ja Hänsel und Gretel, Klassiker. Haben wir alles bei Titania gehört. Ja. Wie schlimm das sein kann. Also nicht akustisch, sondern ne, also von der Handlung her. Also warum nicht ein Crossover mit John Sinclair? Hintergrund des Ganzen ist, dass da irgendeine Oma Kinder in Kontakt bringt zu bestimmten Märchen. Also das Ganze geht los mit einem Mädchen, das verschwindet und ihrem Zimmer wird eine Spindel gefunden. Und dann in der näheren Umgebung gibt's noch ein Mädchen, das dann auch verschwindet, die zum Freundeskreis gehört hat und die mit einem Jungen angebandelt hat, der einen blauen Bart hat. Ja, blauen Bart hat. Irgendwas klingelt da. Irgendwas klingelt da. Ja, und so tauchen halt immer mehr Märchenreferenzen quasi auf, die natürlich auch John Sinclair auffallen im Laufe der Zeit. Und ja, letztlich läuft es dann darauf hinaus, dass er es da mit einer guten alten Bekannten quasi auch zu tun hat. Die Vermutung hat er vorher schon. Und da hat es bei mir aufgehört, weil ich habe die Konnecke nicht mehr hinbekommen. Ich sage es jetzt einfach mal. Lilith, kriegst du das noch hin? Nee. Nee, das war auch irgendeine Sonderedition, irgendwas mal mit Lilith. Gab es halt mal eine Serie bei Hörspielwelten? Ja, ja, das auch, ja. Die Hohepriesterin. Ja. Ja, ja, das ist halt, also Lilith ist auch irgendwie so ein Urdämon bei John Sinclair, aber und hat sein Kreuz irgendwann mal verhext. Oh, jetzt verrate ich wahrscheinlich viel zu viel. Aber das ist nur die Background-Story. Ja, das ist ganz nett. Also vor allem ab und an mal wird eingestreut. Und das ist tatsächlich ganz schön, wenn dann von der Grandma Gardner diese Märchen, ist es bei Blaubart? Weiß ich jetzt nicht mehr, ob es bei Blaubart war. Also ein Märchen wird dann quasi so vorgetragen und so gruselig so ein bisschen unterfüttert von der Musik. Das ist tatsächlich ganz nett und ganz schön. Ansonsten halt die Rahmengeschichte ist halt wieder irgendein oller Bösewicht, der da aus dem Hut gezaubert wird. Ja, wenn man da den Haken dran macht, dann geht das eigentlich in Ordnung. Das ist eine ganz nette Idee, ist auch ganz nett von der Umsetzung. Wie gesagt, so ein paar Highlights hat das. Ja, aber ist jetzt nichts Weltbewegendes. Okay. Ja. Ja, du kannst ich wollte gerade sagen, du kannst ja ganz ruhig weitermachen. Da mache ich mal weiter mit einer, jetzt nicht meiner Lieblingsserie, aber doch eine sehr schöne Serie, die mit Folge 4 auch wieder einen guten Eintrag hat. Ich nehme es vorweg, nämlich Mord ist ihr Leben. Folge 4 heißt Killerquote. Ist natürlich wieder von Erik Albroth bei Contendo. Ja, Carmen Portland, die Thriller-Autorin, steht natürlich wieder im Mittelpunkt. Und das gewaltig, denn ihre Assistentin hat da so einen Deal an Land gezogen, dass Carmen Portland von einem Filmteam ja im Alltag so ein bisschen begleitet wird. Und dieses Filmteam besteht halt aus dem Kameramann und der Journalistin.
Und die zwei, also vor allem die Journalistin, die, ja, die gräbt und buddelt halt schon so ein bisschen so, dass es Carmen Portland schon so ein bisschen sehr auf die Nerven geht. Dass ich frage, warum machen wir das denn jetzt eigentlich? Naja, ja, sie scheint halt schon so ein bisschen drauf aus zu sein, jetzt nicht ihr was unterzuschieben, aber ja, man braucht halt, ne, Quotendruck und man muss ja schon irgendwas liefern. Das Thema hat man mit Daniel auch, ne? Ja. Was dann gesendet wird, da muss Drama rein, sonst guckt es keiner an. Und auch hier ist es so, dass dieses Filmteam dann mit der Assistentin mitgeht an PC und da guckt, ah, guck, was hast du denn für E-Mails gekriegt? Und da ist eine E-Mail dabei und mit einem Anhang, was man ja normalerweise nicht aufmacht. Und die Journalistin ist halt so neugierig, dass sie den Anhang aufmacht und schwuppdiwupp. Ja, da landet eine Morddrohung im Haus. Naja, erstmal gibt man dem jetzt nicht so viel. Ja, Morddrohung kriegt man ja ständig als Star, aber das Ganze ist ein bisschen anders geartet und merkwürdig, denn da geht es unter anderem um einen abgetrennten Finger, der auch auf dem Cover zu sehen ist, der dann doch alle dazu veranlasst, so ein bisschen vorsichtiger zu sein. Und letztlich gehen sie dann tatsächlich zur Polizei. Die haben ja einen direkten Kontakt zur Polizei, nämlich durch die Assistentin. Und der Polizeimensch kabbelt sich ja sehr gerne mit Carmen, wo es dann auch wieder zu einem schönen Aufeinandertreffen kommt. Der war jetzt ein paar Folgen, ich glaube, seit der ersten Folge. Der kam nur in der ersten Folge bis jetzt, glaube ich, vor. Mhm. Ja, der taucht halt jetzt wieder auf und das ist tatsächlich ganz nett, den beiden halt zuzuhören. Überhaupt Katja Brügger wieder super. Ja, und dann ist es halt immer die Frage, wie ernst ist es gemeint und soll man darauf reagieren? Und ja, letztlich wird dann drauf reagiert und es entspinnt sich dann ein Rätsel, sage ich jetzt mal. Und dieses Rätsel hat mit den Büchern von Carmen Portland zu tun. Denn da scheint irgendein Stalker-Ultra-Fan dahinter zu stecken und scheint sie quasi herauszufordern. Und Carmen Portland ist ja eine schlaue eine und hat da so eine Idee. Und ja, der Fall kriegt dann noch so ein paar schöne Biegungen, wie man unter anderem das Journalistenduo wegkriegt von dem Fall und so weiter und so fort. Und hat dann ein ziemlich spannendes Finale tatsächlich. Das ist wieder ein sehr schöner Fall tatsächlich, dem ich sehr gerne zugehört habe, der wieder so humoristische Spitzen drinne hat, allein durch die Figur von Carmen Portland und ja, diese Idee überhaupt mit diesem Filmteam, das birgt natürlich auch viel Potenzial und na, obendrein der Polizeimensch, der da noch mit reinkommt. Also da ist einiges geboten und dann dieses Rätsel noch mit dazu. Das ist alles tatsächlich sehr schön. Also ich habe dem gerne zugehört. Wieder mal nicht die beste Folge, dafür waren die drei vor allem zu gut, aber trotzdem immer noch eine gute Folge und ja, da sehr, sehr, sehr gerne mehr, Erik Albrot. Immer her damit. Cool. Ja, ich könnte ja auch mal wieder was sagen, damit hier mein Mindestlohn zumindest mal so halbwegs gerechtfertigt ist. Ja, es gab auch ein... Geld? Ach, du nicht? Oh, hätte ich das jetzt nicht sagen sollen? Genau, da sprechen wir nachher nochmal drüber. Okay. Ja, es gab im November einen Radiotatort vom NDR. Sabine Stein hat das Hörspiel Nur Du geschrieben und Andrea Ghetto hat es inszeniert. Ja, es taucht ein Video auf bei unseren Ermittlern vom LKA Hamburg. Da ist eine Geiselnahme gefilmt, also ein Mann sitzt mit einem vermeintlichen Sprengstoffgürtel da und hat ein Schild, in 25 Stunden ist Sense mit ihm. Ja, das hat einen Bezug zu einem Fall, den die Ermittler neulich hatten. Und zwar hatte Kommissar Döring einen Überfall in einem Supermarkt und hat dort einen der Täter geschnappt und dieser wurde in Untersuchungshaft gesteckt und hat sich in der Untersuchungshaft erhängt. Jetzt ist dieser Kaufhausmitarbeiter, der damals überfallen wurde, das ist jetzt also quasi dieses Geiselopfer und da merkt man, also da scheint irgendwas im Busch zu sein und deswegen greift Kommissar Döring den Fall nochmal auf und macht den nochmal links und tatsächlich stellt man fest, ah, da ist dann doch mehr, als man ursprünglich dachte und ja, mehr will ich jetzt auch gar nicht verraten, weil das Ganze leider, also fand ich, dann doch ein bisschen zu durchsichtig und ein bisschen zu
Naja, also hat man so oder anders im Krimi schon des Öfteren mal mitbekommen. Also das, der Plot ist jetzt nicht sonderlich originell und man kommt ihm auch schnell auf die Schliche und leider auch etwas schneller, als es der Fortgang der Geschichte ja möglich macht. Also man sitzt dann so zwischendurch und denkt, ja Gott, es ist doch jetzt klar, wohin es läuft. Jetzt macht doch mal, jetzt kommt doch mal zum Potte. Also das ist jetzt allerdings natürlich ein Problem, was man hat, wenn man da mehrere Krimis in dieser Richtung schon kennt. Wenn man mit dem Plot noch nie in Berührung kam, ist das wahrscheinlich natürlich alles höchst spannend und höchst neu. Aber ich vermute mal, der geneigte Krimi-Hörer könnte hier und da an einigen Ecken etwas gelangweilt wirken. Es ist leider, fand ich, kein besonders origineller Tatort. Also das war mir zu sehr Krimi-Werkzeugkasten, zu wenig Besonderes drin. Unterhaltsam, ja, aber ich würde mir beim Radio-Tatort dann doch ein bisschen mehr Pfiffigkeit wünschen. Also das hat mich hier leider nicht vollkommen überzeugt. Tja. Ja, dann kommen wir zu was Originellerem. Ah, nein! Dem ersten von sehr vielen Adventskalendern, die ich gehört habe. Ich habe alle gehört. Du bist irre. Ich habe echt alle gehört. Was machen wir ja, Arzt damit? Ne, Corona-Haushalt, ne? Ja. Was machst du, dann hörst du das den ganzen Tag. Oh Mann. Ja, TKKG Sonderedition, und den schlimmsten gleich vorweg, Sonderedition, schreckliche Weihnacht überall. Der Titel ist Programm. Das ist quasi das ganze beknackte TKKG-Universum Millionenstadt gepresst in einer Adventsfolge. Es geht eigentlich gar nicht mal so schlecht los. Es geht nämlich los mit TKKG, die Zeugen eines Unfalls werden. Ganz tragisch. Und zwar ist scheinbar ein bekannter Zuckerbäcker aus der Millionenstadt in den Fluss gestürzt und ertrunken. Und die Witwe trauert, also beziehungsweise man hat die Leiche nicht gefunden. Man geht davon aus, dass der Mann ertrunken ist, aber hundertprozentig weiß man es nicht. Die Polizei ermittelt natürlich. Ja, währenddessen zweifeln TKKG tatsächlich so ein bisschen aus diversen Gründen. Und ein Grund ist ja, liegt ja auf der Hand, oder? Die Leiche ist nicht da. Nee, aber TKKG. Dieses TKKG, da gibt's doch keine Toten. Ja, das stimmt, da hast du auch wieder recht. Ja, da können wir als TKKG, die waren ja jetzt bei jedem Fall dabei von sich, oder? Wir müssen das doch eigentlich wissen. Naja, Karl ist ausgetauscht worden. Ach ja, stimmt. Aber es ist TKKG, ne? Dabei bleibt es natürlich nicht. Jetzt wird's richtig lustig, denn der Zuckerbäcker hat eine Frau, ne, die trauernde Witwe, die sich jetzt eben ums Geschäft kümmert und sie hat einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Und dort besuchen sie sie, beziehungsweise gehen dann auch irgendwann mal in die Backstube und kriegen da komische Dinge mit. Und diese komischen Dinge, die führen sie auf die Spur eines Fitnessstudios. Wen von den Vieren, Preisfrage, plus Köter, sagen wir mal fünf. Ja, nehmen wir alle fünf. Wen von diesen Fünfen würdest du in ein Fitnessstudio einschleusen? Also am nötigsten hätte es ja wahrscheinlich Blößchen. Aber was ist denn am realistischsten? Ja, natürlich ist am realistischsten hier der, wie heißt er denn hier, der... Oscar. Genau. Und es ist wirklich so, weil halt wieder Fettenwitze gemacht werden können dann, ne? Hm? Und das ist so TKKG wieder. Oh, ey, Leute. Und um was geht's dann letztlich natürlich? Also ich mache jetzt keinen Spoiler mehr, ist mir zu doof. Es geht natürlich um irgendwelche Anabolika, die da vertickt werden von der Zuckerbäckerin. Und es ist so hanebüchen. Aber dabei bleibt's nicht. Es gibt noch irgendein ominöses Gespenst. Ein Sensenmann, der irgendwie der ganzen Stadt das Weihnachtsfest verderben will. Aus Gründen, wo du auch denkst, ja, weil er irgendwie was in seiner Kindheit und es ist unfassbar und das Ganze zieht sich über 150 Minuten und es ist also es war für mich ein Graus größtenteils und also ich bin ja schon gebeutelt genug von TKKG oft, aber also das, nee, also ach Leute, das ist nicht euer Ernst, oder? Also was da wieder zusammengemanscht wurde, also wirklich, also es ist natürlich, es ist letztlich kein Wunder, es ist halt das ganze TKKG-Universum, aber bei denen ging es ja auch schon anders. Da gab es auch schon so ein paar Sachen, die, wo es nicht so ganz bescheuert war. Aber das ist wirklich wieder so volle Breitseite und zwar ständig. Und dann natürlich finde ich auch noch fürchterlich in die Länge gezogen. Gut, das mag diesem Adventskalender geschuldet sein. Aber da macht man halt kürzere Türchen. Mein Gott.
Kann man auch kürzere Türchen einfach machen. Hm. Muss das doch so ein Fall und dann kommen, oh, weil man halt wieder drei Falle zusammengematscht hat. Und oh. Wäre da vielleicht so ganz nett, wenn man nächstes Jahr einfach so einen Adventskalender machen wird, wo Tim, Tarzan, Peter jeden Tag eine andere Minderheit verprügelt. Das wäre auch realistisch, ja. Ja, genau. Das wird auch dem TKKG vollkommen gerecht werden, weil die anderen interessieren ja eh nicht. Ja, Folge 1, Zigeuner. Folge 2, Sinti. Folge 3, Roma. Penner, Punker, Rocker. Oh, dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Oder wen hatten wir noch nicht? Diesen hier, Müller Borillo, diesen Schmierlappen. Ah, ja. Ja, windige Müller. Ausländer. Windige Ausländer, genau, stimmt. Genau. Ja, es ist echt nicht schön. Also, ich weiß nicht, wem das gefallen soll. Das sind, also selbst TKKG-Nostalgiker wachsen ja auch irgendwann mal aus dem Alter raus, wo man sich dann auch mal am Kopf kratzt. Und einem Kind sowas vorzusetzen, also beim besten Willen, nein. Also, nee. Ja, warum macht man das heute noch so? Ich weiß es nicht. Man versucht doch bei Europa so ganz genau auf die Zielgruppe zu achten und da auch ja nichts falsch zu machen und dann sowas. Ich verstehe es einfach nicht. Ja. Soll ich dir mal verraten, wie das mit der Nostalgie und so und dem Anschluss ans Vergangene richtig funktioniert? Lass mich raten, du kommst jetzt bestimmt auf TKKG Junior zu sprechen. Ja, Folge 19, Verschollen im Stollen. Die geht nämlich damit los, dass Tim eines Nachts von Klößchens Schnarchen geweckt wird, nach draußen guckt und ein Licht aufblitzen sieht am Himmel. Ein Flugzeug, das etwas fallen lässt. Na, kommt uns das bekannt vor? Ich meine, das hätte ich schon mal irgendwo gehört. Ja. Silberne Spinne oder sowas. Ja. Aber das halt nicht, ich meine, es ist 1:1 teilweise, aber es ist halt trotzdem so charmant, weil die Kinder, / Jugendlichen, so charmant sind und einen Umgang miteinander haben, der nicht die Kotze hochkommen lässt. Mhm. Ne? Die mögen sich einfach und die kümmern sich umeinander und lösen dann dabei halt auch noch mit Mut und so ein bisschen Abenteuerlust diesen Fall jetzt zum Beispiel. Wie Verschollen im Schollen heißt die Folge. Ja, sie machen nämlich aus, finde ich, wo das ungefähr war mit dieser Kiste. Und die Spur führt in das Salamandertal. Da können sie mit dem Fahrrad nicht hinfahren, das ist zu weit. Also fahren sie mit der S-Bahn und dann den Rest wird mit dem Fahrrad gefahren. Ja, und dann ist halt das Doofe, dass das langsam dunkel wird. Aber sie entdecken dann aber was Merkwürdiges und zwar so komische Figuren. Und rat mal, wie eine dieser Figuren heißt. Erzähl. Mit P fängt's an und mit Lotzka hört's auf. Ah, okay. Nett. Lustig. Ja, ist nett, ne? Ja. Und verhalten sich halt so ein bisschen gangsterdämlich, aber auch nicht so ganz. Also da wird, finde ich, immer noch so ein bisschen Gangsterwürde gewahrt. Also sie sind schon deppert, aber naja. Sie verlieren dann nämlich eine Karte und diese Karte führt die Kinder und Oscar in eine Höhle. Und diese Höhle, die ist eben bei diesem Steinbruch, der da in diesem Salamandertal ist und da wird es halt dann ziemlich drastisch, spannend und ja, Verfolgungsjagd in diesen Tunneln und die Gangster hinterher, weil sie gemerkt haben, die Karte ist weg. Dann kommen sie, dann finden sie von Klößchen so Überreste, also nicht von Klößchen selber, von einem Schokoladenriegel. Ja, und dann landen sie in so einer Fledermaus-Höhle und so weiter. Also es ist alles sehr spannend, aber halt alles nicht dämlich. Das ist alles nicht dämlich, sondern ist nachvollziehbar. Die Kinder verhalten sich so, wie halt so abenteuerlustige Kinder sich so verhalten würden. Also zum Beispiel, bevor sie reingehen, schickt Gabi per Handy die Koordinaten an ihre Eltern, dass sie Bescheid wissen, dass sie da ist. Ja, also es ist halt nicht komplett dämlich alles. Hm. Es ist ein bisschen mehr durchdacht und ist deutlich authentischer, angenehmer und schöner und macht dadurch einfach zigtausendfach mehr Spaß als die Ollen. Cool. Ja. Ja. Scheint ja das, im Prinzip zu sein. Ja, wobei das jetzt auch nicht die beste Folge ist, aber das ist trotzdem tausendmal schöner zu hören als das andere. Und man kann es dann wohl auch seinen Kindern eher an die Hand drücken. Ja, kann man. Tatsächlich. Mhm. Ja, das war ja schon bei den ersten Folgen so, die ich dann auch noch gehört habe. Und kann ja dann so schwer eigentlich auch nicht sein. Also zumindest ist es machbar, ja. Ja, ich fürchte halt, also bei den Eulen hat man es halt schon, da steckt der Karren einfach so in der Grütze drin, dass du da schwer wieder rauskommst. Ja, aber warum? Ich meine, man hat doch damals die Jubiläumsfolge, die Kai Schwind, die ist ja jetzt auch nicht unangenehm aufgefallen. Also die hat ja auch funktioniert. Das ist vor wie vielen Folgen war das? Man ist ja schon bei 200 oder so. Ja klar, man hat seitdem bestimmt 30 Folgen veröffentlicht. War das nicht die 150?
Ich glaube 175 oder sowas. Echt? Okay, ja gut, dann ist ja gar nicht so wild. Dass das gar nicht ginge, würde ich nicht behaupten. Ja. Aber man hat sich da halt schon richtig in die Grütze rein manövriert. Irgendwie. Ja, aber ich verstehe es halt nicht, weil also man hat ja damals auch, man hat ja heute noch die ersten 100 Folgen, die kriegt man ja als reguläre Serie gar nicht mehr. Die gibt es ja nur so als, irgendwie sind die doch so irgendwie so unter Verschluss oder so irgendwie so seltsam veröffentlicht nur. Ist das so? Ja, ja, weil die so schlimm sind. Wobei jenseits der 100 gibt es ja auch noch so ganz viele Ausfälle. Das ist doch nicht besser. Und da verstehe ich halt auch nicht, wie, dass man das dann auch nicht irgendwie für die Zukunft ändert. Mhm. Also wenn man schon mal zumindest erkannt hat, also früher gab es einige Folgen, die sind, um es mal im Fernsehjargon zu sagen, ziemlich uiuiui. Und ja, dass man dann nicht, also wenn man das schon mal selbst erkannt hat, dass man dann nicht sagt, naja, dann machen wir es halt wenigstens für die Zukunft besser und versuchen, ein bisschen mehr PC reinzubringen oder das Ganze ein bisschen gefälliger zu gestalten, damit halt auch die Zielgruppe, also man hat ja auch vor allen Dingen vor einigen Jahren gedacht, man müsste diese Zielgruppe verjüngen und müsste so ein, zwei Jahre tiefer einsteigen, als man es bisher hatte. Ja, macht trotzdem denselben Quark weiter. Also ist irgendwie, ist das merkwürdig. Ja, dafür gibt es CKG Junior. Ja, nee, aber das hat man ja dort zusätzlich noch gemacht. Also das ist ja dann nochmal eins drunter. Ich weiß nicht. Also ich verstehe es auch nicht so ganz. Sonderlich un-PC ist es jetzt nicht. Also da werden jetzt nicht Zigeuner verprügelt oder so. Ja, aber es ist halt, es sind halt wirklich solche Knallchargen. Also dieser Bodybuilder da, das ist so eine Knallcharge einfach. Also meine Lieblingsszene, also allein deswegen ist es tatsächlich wert, dieses Ding anzuhören, ist, wie der sich 10 von diesen Pillen reinhaut. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ist es, um die zu verstecken oder irgendwie so? Es ist völlig dämlich. Dann haut er sich 10 von diesen Pillen rein. Während der, übrigens ist natürlich eine Entführung drin. Muss ja, ne? Ja, Karl wird entführt dieses Mal. Karl ist dran im Entführungskarussell. Und während Karl dann zugucken kann, wie der immer mehr irgendwie vor sich hin deletriert. Also es ist so absurd und hanebüchen. Also, nee. Hör auf. Na gut. Ja, springen wir mal. Dezember. Genau, springen wir mal. Gucken wir mal, was im Dezember so war. Gab es unter anderem was Neues bei Folgenreich, ein Einzelhörspiel, und zwar Das Nachtleben der Götter. Das hat Balthasar von Weimann nach Thorn Smith geschrieben. Das ist eine Literaturumsetzung. Also ich hatte von dem Autor bisher noch nichts gehört. Scheint er zumindest so ansatzweise eine relative Bekanntheit zu haben. Hm. Relativ erfolgreich, also jetzt nicht so der ganz große Name, aber zumindest mal so gibt es einige filmische Umsetzungen von ihm und es scheint zumindest nichts Schlechtes zu sein. Und ja, da entsprechend gespannt war ich dann tatsächlich auf Das Nachtleben der Götter, weil man auch sagte, naja, das ist so ein leicht humorig beschwipster Roman. Entsprechend gespannt war ich, weil die Schmiede Interplanar kennt man ja, die haben ja damals Mark Brandis gemacht, kennt man, also ich zumindest hauptsächlich aus diesen, ja, Weltraum-Science-Fiction-Dingern. Da war ich dann doch mal gespannt, wie man so eine humorige Literaturfassung darüber bringt. Es geht um einen, ja, Wissenschaftler, ist vielleicht, ja doch, Wissenschaftler muss man es schon nennen, der seine Zeit mit wirren Experimenten verbringt und eine Erfindung gemacht hat, die Menschen in Steine verwandeln kann. Und jetzt kommt das Besondere und umgekehrt. Der wohnt mit einem versprengten Teil seiner Familie in einem Haus und macht eben seine Experimente. Und bei einem Experiment geht dann halt das halbe Haus auch mal schon mal, oder das passiert wohl öfter, dass das halbe Haus dann mal so flöten geht. Und das ist so ein sehr launiger, ein relativ langer Einstieg, wo ich mich schon wunderte, wo ist eigentlich, wo kommt denn jetzt die Story? Die kommt dann auch tatsächlich irgendwann, als man dann tatsächlich mal dazu kommt, mit diesem Stein-Mensch-Gedöns mal um die Ecke zu kommen und das Ganze ein bisschen auszuschmücken und festzustellen, ach, ich kann ja auch Statuen, die da schon seit Tausenden von Jahren auf dem Sockel stehen, auch zum Leben erwecken. Und da kommt dann der Kniff, dass man eben dieses macht und, wie der Titel schon darstellt, verschiedene Götter wieder zum Leben erweckt, die dann, da springt man jetzt in der Handlung weg aus dem Haus ins New York der, ja, 20er, 30er Jahre. Da lässt man dann die Götter, ja, lebendig werden und ja, die durchforschen die Nacht.
Das Ganze hat entsprechend sein Alter, also es ist auch tatsächlich aus dieser Zeit geschrieben, also es ist jetzt kein aktueller Roman, was man dem Flair auch hier und da ganz gut anmerkt und was auch dem Flair ganz gut tut. Letztlich muss ich sagen, mir hat so ein bisschen neben dieser einen Idee, dieser tragenden Idee, hat mir so ein bisschen der Plot gefehlt. Also es war mir so ein bisschen Fleisch gefehlt, ja. Das war so ein bisschen so Screwball-Comedy, so man hat eine gute Idee, erzählt da drumherum, aber es ist einfach so die Story dazu gar nicht da. Also man erzählt dann so ein bisschen rum und das hat dann nicht so einen Episodencharakter, aber schon so, dass man denkt, naja, ich habe jetzt die Idee, da kommt dann halt so Gott A, der trifft dann auf Mensch B, der eine bestimmte Eigenschaft hat und da entwickelt sich dann was. Das ist so, das ergibt sich immer so eins aus dem anderen, aber so richtig, wo die Story hin will, konnte ich jetzt nicht feststellen. Also das war unterhaltsam, ja, aber später habe ich mich dann doch gefragt, wo war jetzt das, wo ich dachte, hey, klasse, Weltklasse. Also das habe ich leider nicht gefunden. Also man konnte es gut hören, aber ich hätte mir beim Plot doch ein bisschen mehr Fleisch gewünscht. Ja, ging mir leider auch so. Ich habe mich auch ein bisschen gefragt, warum die Umsetzung sich so sehr zurückhält. Ja. Das war ja schon sehr zurückhaltend. Also auf dieses Petrifikationsgeräusch, also dieses Steinwertgeräusch und dann diese Swing, Wadda-Wadda-Hummer Musik, da immer dazwischen, ist das ja eigentlich fast sonst nichts, oder? Also das fand ich ein bisschen merkwürdig und also zum Beispiel New York 30er Jahre, also für mich so richtig rübergekommen ist es nicht wirklich. Das hat mich ein bisschen verdutzt und ich habe mir danach auch gedacht, es wäre irgendwie schön gewesen, gut, das liegt wahrscheinlich an der Vorlage, man hatte die Vorlage einfach so umgesetzt, dass diese Konfrontation der Götter mit dem New York und den Menschen in New York, da ist mir irgendwie viel zu wenig draus gemacht worden, oder? Naja, also es war halt wirklich nur so, es ging ja auch gar nicht so um die, also naja Gott, das Gottsein spielte schon hier und da mal eine Rolle, aber auch nur so als Aufhänger. Also es war ja eigentlich mehr so die Frage, Mensch aus einer vergangenen Epoche kommt neu hin und aber was man da auch so fehlt, hat mir so dieser Catweasel-Moment hat mir gefehlt, dass die halt so staunend durch New York sind und mit allem überfordert sind. Das kam bei mir auch nicht so rüber. Ja. Also die haben sich also an einzelnen Sachen gestoßen, ja. Aber für die muss das ja das Ganze drumherum, weil die stehen ja eigentlich, also selbst wenn sie die ganze Zeit was mitkriegen würden, das ist mir auch nicht so ganz klar geworden, ist das so oder ist das nicht so, dann stehen die ja eigentlich nur im Museum rum und kriegen ja von dem New York an sich gar nichts mit. Also die müssten ja eigentlich schon ziemlich überrascht sein zum Beispiel. Ja. Ja. Ja, ich weiß auch nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Also ich habe das gehört und auch größtenteils gerne gehört. Am Anfang habe ich mich auch ein bisschen gewundert, ob des etwas längeren Einstiegs, aber das ist als dann diese Frauenfigur, diese Mac mit reinkommt vom kleinen Volk, da wird es ja dann doch sehr lebendig und ja, aber so richtig, weiß ich nicht. Ja. Komisches Ding. Ja. Apropos komisches Ding. bei Jack Turner Hörspiele gab es einen ersten Aufschlag und zwar das Schreckensschiff des Dr. Omaro. Darin werden zwei schiffbrüchige Journalisten, also eine Journalistin, ein Fotograf, auf ein Schiff verschlagen. Sie sind gerade mit Ach und Krach von einer Insel konnten sie fliehen, auf der ja Menschenfresser hinter ihnen her waren. Was allein schon seltsam ist, weil man hat so den Eindruck, ich habe irgendwie den ersten Teil verpasst. Es ist so ein bisschen sehr, sehr merkwürdig. Das hängt irgendwie so ein bisschen in der Luft. Also man erzählt so von diesen Menschenfressern und denkt, aber warum hat man die Story irgendwie nicht erzählt? Also komischer Einstieg, aber geschenkt ist vielleicht auch originell gemeint, ist es letztlich auch, aber es hinterlässt, also hat es zumindest bei mir so ein Fragenzeichen hinterlassen. Ja, die kommen dann auf dieses Schiff, was sie da rettet und auf diesem Schiff, da gibt es merkwürdige Figuren. Der Dr. Omaro und sein Gehilfe, die sind so ein bisschen undurchsichtig und die ganzen Menschen an Bord, die so von den zwei so ein bisschen ferngehalten werden, das scheint auch alles sehr, sehr merkwürdig zu sein. Und der geneigte Grusel-Hörspielhörer merkt schnell, da ist was im Busch. Und allein schon vom Titel her wird man ja denken, ja, da ist ja klar, wo hin die Reise geht. Und man entdeckt auch ganz viele Anleihen an andere gruselige Stoffe, die hier mehr oder weniger mit reinfließen. Das kann man einerseits als Hommage sehen, andererseits oder vielleicht auch einfach nur als abgekupfert.
ja, so der Grusel-Hörspiel-Baukasten aufgemacht und ein bisschen was zusammengebaut. Wäre vom Ding her auch ganz nett gewesen, aber es ist von der Umsetzung, fand ich es ja eher schwach. Es ist halt eine Amateurproduktion, die, ja, das Timing ist nicht immer hundertprozentig da beim Spiel. Überhaupt, die Sprecher sind auch, ja, ich will nicht sagen limitiert, aber sie sprechen nicht in den Dialogen. Also das ist nicht so harmonisch. Das ist auch das Problem, dass man so ein Grusel-Hörspiel, Hollywood-Hörspielsprecher oder Synchronsprecher-Sprech an den Tag legt und so weniger so gerade Sätze raushaut, sondern so immer so gestelzte Hollywood-Sätze da macht. Das ist halt nicht, wirkt nicht besonders authentisch, gerade wenn das dann so mal so ist. Also es ist dann so schon ziemlich inkonsequent in der Darstellung. Das ist mal mehr, mal weniger, aber es fällt halt schon auf, dass da hier und da schon mal der, wie gesagt, so aus dem Baukasten sich bedient wurde. Ja, also hat mich im Großen und Ganzen leider nicht überzeugt und da hätte ich mir doch schon ein bisschen mehr was Geschliffeneres gewünscht. Also das wäre so in den Nullerjahren, wäre das so ein Standard-Hörspiel, da hätte man auch gesagt, naja, gut. Aber mittlerweile würde ich schon sagen, da darf man als Hörer dann doch schon für 5 Pfennig mehr verlangen. Ja. Okay. Ja, das werde ich mir dann wahrscheinlich sparen. Wir haben andere Sachen zu tun noch. Ja. Zum Beispiel habe ich gehört, natürlich, weil ich es gerne immer wieder höre, der junge Sherlock Holmes ging weiter mit Folge 7. Ganz toller Titel, finde ich. Die Katzen vom Crystal Palace. Bei Flof natürlich wieder erschienen. Und es geht um einen Hund erstmal. Okay. Ja, und zwar einen vergessenen Hund. Ne? Also Victor Trevor hatte ja, wer sich erinnert, in der ersten Folge, als er zu den Holmeses kam, hatte er einen Hund im Gepäck. Und diesen Hund hat er quasi ja mehr oder minder zur Pflege abgegeben. Jetzt ist es aber so, dass der Tierpräparator, der sich um diesen Hund gekümmert hat, keine Zeit hat und ja, deswegen dem Victor den Hund quasi wieder zurückgeben will, weil er zu einer Katzenausstellung will. Was komisch ist, das ist irgendwie merkwürdig. Und Sherlock wittert schon so ein bisschen was und Victor Trevor auch. Und deswegen machen die beiden sich auf und verfolgen ihn mehr oder minder, diesen Mr. Sherman, nach Crystal Palace. Und da findet eben diese Katzenshow statt. Und dieser Mr. Sherman ist ja Tierpräparator. Also er hat keine lebenden Tiere dabei, sondern er präsentiert da quasi ausgestopfte, so zur Kundenakquise. Ne? Wenn ihr liebstes Tierchen dann mal von hinnen ist, können sie es ja trotzdem immer noch in die Wohnung stellen. Ja, da passieren dann aber komische Sachen. Also unter anderem dreht der Hund ein bisschen durch und sorgt dafür, dass die beiden wieder rausfliegen. Aber nicht nur das, sondern mit diesem Mr. Sherman scheint irgendwas fishy zu sein, sag ich jetzt mal. Denn er unterhält sich dann auf ein bisschen gangsterige Weise mit zwei Männern und da scheint was richtig im Busch zu sein. Und das spitzt sich immer mehr zu und da scheint es um wirklich ein ganz schön gewaltiges Verbrechen zu gehen. Um einen Raub, beziehungsweise einen Raub, der schon länger passé ist. Und das hat auch mit diesen Katzen zu tun. Ich möchte nicht zu viel verraten, außer dass sich das Ganze dann, wie gesagt, zuspitzt und im Londoner Hafen eine ganz schön drastische Wendung nimmt, wo es dann auch fast schon lebensgefährlich wird und ja, die Spannungsschraube dann doch angezogen wird, und zwar deutlich. Das war wieder ein bombiger Fall tatsächlich. Der hat mir richtig gut gefallen. War jetzt weniger so ganz dolle Ermittlungsarbeit, sondern eher so Neugierde gepaart mit bisschen Dreistigkeit, sage ich jetzt mal. Naja, was ja auch immer Teil bei Holmes ist, also das passt schon. Und doch, also das war wieder, also ein sehr spannender Fall tatsächlich, dem ich sehr gerne gefolgt bin und das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Die zwei, die haben einfach was, also Holmes und Victor Trevor und die ganze Art, wie das produziert ist, das ist einfach wirklich sehr unterhaltsam gemacht und sehr kurzweilig tatsächlich auch, obwohl die Folge auch wieder eine Stunde geht, aber das ist trotzdem alles sehr kurzweilig und spannend und dem hört man sehr, also finde ich sehr gerne zu und da freue ich mich auf jede neue Folge. Cool. Da gab es noch keinen Durchhänger. Das klingt gut. Ja. So, hey, wir müssen, guck mal, auf die Uhr. Anhalt. Anhalten. Ja, okay. Anhalt. Wir hören uns dann gleich im nächsten Teil wieder. Weiter. So machen wir es. Bis nachher. Bis gleich.